Die Winterferien stehen vor der Tür und damit auch die Frage, was unternehmen wir? Das nasskalte Wetter draußen schließt schon einmal einige Aktivitäten an der frischen Luft aus. Damit die Kinder aber dennoch vom Fernseher weggelockt werden und etwas erleben, lädt der Modellsportclub Elbe-Dessau zum nunmehr 5. Mal zum Indoor Cup in die Südschwimmhalle ein. Das ist eine Veranstaltung, bei der wir in den Winterferien in erster Linie die Kinder ansprechen. Wir machen da eine Bastelstraße, da können kleine Segelboote gebaut werden, die auch dann nachher richtig in einem Wettkampf gefahren werden. Es können ganz normale Modelle vorgeführt werden, Elektromodelle in erster Linie, da ja in der Schwimmhalle keine Verbrenner fahren können. Ne? Und ja, das ist eigentlich dazu gedacht, um mal ein bisschen Modellbau in die triste Winterzeit zu bringen. Eingeladen sind neben den Kindern natürlich auch alle anderen Interessierten, Hobbybastler oder nicht im Verein organisierte Modellbootfahrer. Gegen einen Obolus von 1,50 Euro für Besucher über 14 Jahren darf jeder selbst tätig werden oder auch nur zuschauen, wenn sich am Samstag, den 8. Februar, die Südschwimmhalle in einen kleinen Yachthafen verwandelt. Von 15 bis 18 Uhr gehören die Becken dann ausschließlich den kleinen Booten. Ja, das ist so. In dieser Zeit ist Schwimmen natürlich nicht möglich, alleine schon aus Sicherheitsgründen, weil man könnte sich ja auch mit so einem Boot oder an so einem Boot verletzen, weil ich meine, die Dinger sind teilweise ganz flott, was da gefahren wird und da sind auch ganz schöne Umdrehungen auf den Propellern. Also in dieser Zeit ist da wirklich Baden verboten. Und wie es sich in einer Schwimmhalle gehört, sollten die Besucher in Badelatschen erscheinen. Ansonsten ist für alles gesorgt. Auch das leibliche Wohl kommt bei Kaffee und Kuchen nicht zu kurz. Und mitbringen sollten sie auf jeden Fall gute Laune, ein bisschen Spaß an der ganzen Sache. Das ist auf jeden Fall wichtig. Wenn Sie neugierig geworden sind, dann kommen Sie doch einfach vorbei und sehen selbst, was der Modellsportclub Elbe-Dessau mit Unterstützung der Sportstadt Dessau auf die Beine stellt.